Das sind die beiden neuen Stars im Zoo von Bagdad. Die sibirischen Tiger sind erst 3 Monate alt. Wir haben von der Geburt der beiden Tigerbabys gehört. Ich bin mit meinem Sohn hierher gekommen, um sie zu bestaunen. Er ist so froh, sie gesehen zu haben. Neben den knuddeligen Tigerzwillingen gibt es eine Reihe von Rückkehrern im Zoo von Bagdad. Der Tiergarten der irakischen Hauptstadt erlebt eine Art Wiedergeburt. Nach der US-geführten Invasion lag er in Trümmern, es gab nur noch eine Handvoll Tiere. Doch der Zoodirektor wollte nicht aufgeben, er holte sich Hilfe im Ausland. Wir tun unser Bestes, um den Tieren möglichst naturnahe Bedingungen zu bieten. Das war viel Arbeit, aber dafür hatten wir auch sehr viele Geburten. Heute gibt es Lama-Babys, kleine Wölfe und Tigerbabys. Inzwischen gibt es wieder mehr als 1000 Tiere. Einige wurden in Bagdad geboren und aufgezogen, andere sind Schenkungen aus aller Welt. Im Zoo gibt es regelmäßig neue Tiere zu sehen. Gebäude und Käfige werden neu gebaut. Es wird ein schöner Park werden. Die Besucherzahlen steigen und mit ihnen die Hoffnung von Bagdad, irgendwann wieder den größten Zoo der Golfregion zu haben.